ich habe noch nie eine Radreise gemacht davor. Das heißt, ich konnte nur schätzen, was wäre denn realistisch. Aha. Und ich dachte so, ja, come on, 5 Stunden kannst du ja mal Rad fahren am Tag. Gibt es da Krankheiten, gibt es da gefährliche Tiere, gibt es da böse Leute, Sicherheit? Ja, irgendwie habe ich viel über das Leben nachgedacht, über simpelste Dinge. Aber irgendwann habe ich auch ab und zu mit mir selber geredet. Mhm. Aber was ich jetzt ganz gut kann, Spanisch, so relativ gut, fließend. Mhm. Dann schlecht. Konversation. Ja, gut. Na, Dating. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Zuschauer von GCN auf Deutsch sich für Fahrräder interessieren und für Geschichten, die man mit so einem Fahrrad erleben kann. Eine dieser Geschichten, die hat genau hinter mir angefangen. Denn hier wohnt Dennis Keiling. Und Dennis Keiling ist mit seinem Fahrrad einmal um die Welt gefahren. 43.578 Kilometer hat er an 761 Tagen zurückgelegt. Dennis, heute wird es ein bisschen kürzer. Servus erstmal. Gute. Wo fahren wir heute lang? Ja, der Wind kommt von da, also würde ich sagen, fahren wir da lang. Bisschen Perfekt. Eis essen, mal gucken. Wir lassen uns also einfach mal treiben, so wie das deine Paradedisziplin ist. Ja. Dann lass uns aufsteigen und dann radeln wir los, oder? Okay, let's go. Let's wie go. Es damals vor einigen Jahren auch begonnen hat. In die Richtung. Das erste Mal, dass eine Runde mit nicht auf dem Rennrad stattfindet. Und das erste Echt? Mal, ja, das erste Mal, dass wir einen Gast haben, der einfach auf einem, ja, sag ich mal, sportlichen Trekkingrad unterwegs ist. Der Grund dafür ist, dass heute Dennis Keiling bei uns zu Gast ist. Und Dennis ist mit seinem Fahrrad, wie gesagt, einmal um die Welt gefahren. Und wir wollen heute uns mal nicht über irgendwelche Wettkampfresultate oder sonst irgendwas unterhalten, sondern über das, was man auf einer Weltreise eben einfach erlebt, ne? Ja. Ja gut, Statistiken hätte ich auch anzubieten. Als alter Basketballer sind Statistiken immer super. Habe auch nur Statistiken, ja. Aber genau, ja, nicht mit dem, nicht, dass es hier Verwirrung gibt. Mit dem war ich letztes Mal unterwegs. Das Originalfahrrad können wir uns nachher auch nochmal anschauen. Aber ja, war halt ein Fahrrad, ne? War ein Fahrrad. Pferd, so, wenn man reintritt. Solange es noch vorwärts geht, ist es auf dem Rad immer gut. Das heißt, bist du losgefahren mit einem gewissen Kilometerziel? Hast du dir irgendwas vorgenommen oder so? Nee, Kilometer, darum ging es gar nicht. Aber ja, es war halt einfach irgendwie so auf die Weltkarte geguckt, bisschen rumgekritzelt. Wo kann man langfahren? Wo ist erstmal Landmasse? Und dann, wo sind halt vielleicht bisschen sicherere Länder? Oder jetzt nicht gerade, wo wirklich krassester Bürgerkrieg oder so, wollte ich jetzt nicht am Anfang direkt rein. Ja, und so habe ich das dann halt so abgemalt und dann habe ich mal berechnet, ich habe noch nie eine Radreise gemacht davor, das heißt, ich konnte nur schätzen, was wäre denn realistisch. Aha. Und ich dachte so, ja, come on, 5 Stunden kannst du ja mal Rad fahren am Tag. Ja. Kommst du eigentlich auf 100 Kilometer pro Tag? Ja. Und dann habe ich gedacht, gut, du musst aber schon was sehen und so. Wie viel hat dein Rad gewogen, wenn ich fragen darf? Ist auch unrealistisch. Ja, so mit Gepäck um die 50. Ja, dann ist das schon sportlich. Ja, ja. Und dann habe ich halt gedacht, okay, das ist jetzt so eine Optimalberechnung, die nie und nimmer hinkommt und habe es durch 2 geteilt. Und irgendwie kam ich dann so, ja, irgend sowas, 50.000 Kilometer, 2,5 Jahre, irgendwie so. Plus, okay. Minus. Ist ja auch egal, ob man dann um 15.000 Kilometer falsch liegt. Ja, ja. Aber du hast ganz gut geschätzt, ne? Ich glaube, du bist dann am Ende... War nicht schlecht geschätzt, ja. Also der Mann, der kennt seinen Körper auf jeden Fall. Nee, das war vielleicht ein Lucky Punch. Meinst du? Am Anfang. Du hast gerade schon gesagt, du hattest am Anfang so jetzt nicht unbedingt Bock, direkt durch ein Land zu fahren, wo Bürgerkrieg ist. Waren Sicherheitsbedenken dein größtes Bedenken? Oder wovor hat man am meisten Respekt, bevor man losfährt? Ja, so verschiedene Sachen, wahrscheinlich, was jeder auch irgendwie denken würde, oh Gott, gibt's da Krankheiten, gibt's da gefährliche Tiere, gibt's da böse Leute, Sicherheit. Aber insgesamt habe ich dann immer so, ja, habe ich es ein bisschen versucht, realistisch zu sehen und halt nicht den Teufel an die Wand zu malen. Und habe da immer, ein Freund hat mir davor gesagt, ja, wenn du dich halt von solchen Nachrichten irgendwie, was man halt so hört, einschrecken lässt, dann wirst du halt nie die Welt sehen. Mhm. So, und das war mir immer irgendwie so im Kopf. Und dann dachte ich so, ja, klar, Augen auf, in gewissen Ländern Augen auf, aber insgesamt muss man es halt irgendwie machen. Ne? Ja. So. Ja, aber du warst jetzt auch vorher, um das vielleicht mal noch zu fragen, würde mich auch interessieren, du warst jetzt vorher auch nicht so ein Survival-Typ.
Also nee, der halt sowieso nicht. So ein, ja, keine Ahnung, irgendwie nach dem Abi erstmal ein Jahr lang auf einem Bein durch Australien gehüpft ist oder so. Mit einem Messer, ja, und Unterhose. Nee, aber, nee, auch gar nicht. Und deswegen, lustige Anekdote, das sieht man auch kurz im Film, vielleicht erinnerst du dich, da wo ich in der allerersten Nacht dann im Zelt schlafe. Ja, mit dem Fahrrad drin. Und hab so das Fahrrad noch so mit reingeholt, weil ich so halt kein Survival-Typ war. Ja. Und selbst dieses Wildzelten mich dann in der ersten Nacht, das war, also wir sind hier gerade für die Zuschauer in der Nähe von Gelnhausen, mein Kinzigkreis, und das war dann die Richtung, war schon in Grenze Bayern, war schon in Bayern, aber halt da irgendwo am Main, also völlig ungefährlich, hat nichts mit Survival zu tun, ja, aber hat mir genug Angst eingejagt. Um das Rad mal reinzuholen. Genau. Ist, wie nach einigen Kilometern auf deiner Weltreise wird es jetzt langsam ein bisschen ruhiger. Wir haben die Autobahn hinter uns gelassen. Stichwort Film. Du hast ihn gerade schon angesprochen. Besser Welt als nie. Ich habe ihn auf Netflix gesehen. Man hätte aber auch ins Kino gehen können zum Beispiel. Ja. Oder eben das Buch lesen. Genau. Was man in deinem Film sieht, sind vor allem ziemlich schöne Orte und viele Begegnungen mit diversen Menschen. Genau. Das war der Fokus. Genau. Und mich würde interessieren, du bist ja jetzt schon seit einigen Jahren wieder zurück von deiner Weltreise. Was ist denn mehr kleben geblieben? Orte oder Menschen? Das ist mal eine spannende Frage. Die habe ich so noch nie gehört. Ja! Ja, ich glaube schon die Menschen. So. Das, also, kleben geblieben, ja. Nee, aber generell an der Reise, das hat auch die Reise für mich ausgemacht, genau diese Interaktion mit ganz verschiedenen Kulturen, Menschen, die man noch nie gesehen hat. Völlig fremd sozusagen in einer Sekunde und schon kurze Zeit später macht man halt irgendwas, schlürft einen Kaffee oder isst was oder die sagen, ey, da hinten ist ein toller Aussichtspunkt, komm mal mit. Ja, das solche Sachen halt. Und das, ja, halt wie gesagt, wenn die fremden Leute auf einmal zu Freunden werden oder sich halt verbinden mit einem. Das war eigentlich das, was so das Besondere war. Weil ich meine, der schönste Strand, der schönste Berg, was auch immer, tolle Aussichten, halt immer alleine genießen, ist dann auch irgendwie fast schon ein bisschen traurig auf Dauer. Ich habe mich das die ganze Zeit gefragt, als ich deinen Film geschaut habe. Also für mich ist es so, als Rennradfahrer, ich finde es total geil, wenn ich so dieses Gefühl davon habe, okay, ich gehe hier so ein bisschen verloren gerade. Also wenn du irgendwie so 6 Stunden in der Eifel unterwegs bist, du bist natürlich überhaupt nicht verloren, weil es ist halt direkt irgendwie das nächste Dorf um die Ecke. Wird schon irgendwo sein, ja. Aber ich hätte halt auf so einer Weltreise halt irgendwie auch so ein mulmiges Gefühl, wenn ich halt weiß, okay, ich bin hier gerade im australischen Outback und das nächste Dorf ist 400 Kilometer entfernt. Bist du lieber in zivilisatorisch dicht besiedelten Gebieten gefahren oder lieber in der kompletten Pampa? Semi-besiedelt. Okay. Also Pampa kann, ja, also in Australien sieht man das ja, das war wirklich zu wenig, war auch ein bisschen Gegenwind und aber nee, war halt sehr wenig dort im Outback los, zu wenig für mich. Aber ja klar, so dicht besiedelt, Ruhrpott-Style, du fährst, ich bin aus der Stadt draußen, ja, nächstes Ortsschild in der Stadt drinne, das ist natürlich auch nicht entspannt. Nee, aber ich fand es eigentlich immer angenehm, so über die Dörfer so zu fahren. Weil da ist halt doch Leben. So irgendwie. Ich meine, hier in Deutschland ist ja in den Dörfern ja nicht so viel los, weil es halt so ist. Aber in Südamerika gibt es halt immer die Tienda und irgendjemand ist immer da und läuft da irgendwie rum. Und das war schon cool. Also ich ertappe mich schon mal so bei dem einen oder anderen philosophischen Gedanken, wenn ich so lange auf dem Rad sitze. Ja. Ist das bei dir dann irgendwann einfach nur noch stumpf gewesen oder hast du wirklich über Sachen nachgedacht, wo du irgendwie vorher gedacht hättest, ja, da würde ich mir niemals drüber Gedanken machen, über sowas? Genau, man denkt so, hat so viel Zeit und ist halt von nichts abgelenkt eigentlich. Klar, die Landschaft, aber irgendwann weißt du auch, sowas kommt und dann denkst du so über alles Mögliche nach und ja, war schon gut. Wenn du natürlich eine gute Zeit hast, ja, klar, sind auch deine Gedanken gut. Und ja, irgendwie habe ich viel über das Leben nachgedacht, über simpelste Dinge. Aber irgendwann habe ich auch ab und zu mit mir selber geredet.
Kenn ich. So, also laut halt auch. So, wo kommst du her? Aus Mainz, hast du gesagt? Ja, da wohne ich jetzt, genau, ja. Also, ich komme aus Hessen und bei uns kennt man das Comedy-Duo Badesalz. Und die haben immer so... Kenn ich auch. Gibt's schon seit Jahrzehnten. Und die haben halt immer so ganz verschiedene Charaktere. Aha. Und so habe ich dann auch immer so hessische Charaktere und so entwickelt. Und halt irgendeinen Scheiß gelabert mit mir selber. Bin ich mal gespannt, ob du einen guten Eisgeschmack zeigst. Ist das immer Teil des Sendens, oder was? Das ist sehr wichtig, ja. Ja, hier sind wir schon. Eiscafé Pilot. Yes. Ein Traum. Das ist ein Traum. Abgestellt. Jetzt geht's zum interessanten Teil. Okay. Ja, ich nehme dunkle Schokolade und Salted Caramel. Ich hätte gern einmal American Peanut, dann Bueno. Und dann hätte ich gern noch ein Belgian Nougat. Ja, kein Fruchteis. Das ist zu gesund. Dankeschön. Wow. Also meins schmeckt auf jeden Fall. Ja. Auch wenn die Temperaturen jetzt wahrscheinlich nicht gerade so komplett eisig sind. Ja, heute ist gerade eingebrochen. Aber also, du kannst mir jetzt ja mit weiteren tollen Antworten und Erzählungen aus deiner Weltreise das Herz erwärmen. Ja, wow. Und zwar von der Moderatorenschule. Habe ich besucht. Mich würde interessieren, bei den ganzen Kulturen, die du auf deiner Reise so, ja, sag ich mal, durchfahren hast, aus den unterschiedlichen Kontinenten, ob du dir irgendwas von irgendwo mitgenommen hast, was du jetzt in deinen Alltag übertragen hast, dass du vielleicht irgendwie gastfreundlicher geworden bist, ob du irgendwie eine bestimmte Pflegesalbe dir ja irgendwo abgeschaut hast. Also was hast du noch heute vielleicht aus der Reise mit in deinen Alltag genommen? So Kleinigkeiten. Ich glaube, Danke sagen tue ich vielleicht ein bisschen ausführlicher, mhm, weil in manchen Kulturen, also ich weiß noch, am allerkrassesten war es im Iran, da hat man so Hand aufs Herz und so, ah, danke und Grüße an die Familie und ne, wenn man so, ja, danke, ciao. Ja, normalerweise, also ich glaube, da gebe ich mir vielleicht ein bisschen mehr Mühe. Hast du eigentlich sprachlich irgendwas mitgenommen aus der Reise? Ja, klar, also... Es waren immer so die Basics. Wenn ich wusste, jetzt bin ich mal 2 Wochen hier oder so, habe ich direkt am ersten Tag versucht, mir möglichst viel drauf zu schaffen. Halt die absoluten Basics, ja, danke, nein, tschüss, Eisbecher, Fahrrad. Klasse, die entscheidenden Sachen des Lebens halt. Ja, und so halt, war dann auch wieder relativ schnell weg, wenn man ins nächste Land war. Mhm. Aber was ich jetzt ganz gut kann, Spanisch, so relativ gut, fließend, schlecht. Konversation. Ja, gut. Na, Dating. Also, der Mann weiß, wovon er spricht, auf jeden Fall. Was war das exotischste Tier, in das du reingefahren bist? Oder was du so gesehen hast? Bin. Ja, nicht, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Nee, reingefahren wäre ich beinahe mal über eine Schlange, da habe ich nicht aufgepasst. Und dann war die wirklich fast zwischen den Beinen in Panama, glaube ich. Nachts kann man auch Kängurus umfahren in Australien, aber nur nachts. Weil die sind tagsüber, wenn die dich schon sehen, 100 Meter, waren die immer schon weg. Ja. Aber nachts stehen die irgendwie so am Straßenrand, weil ich glaube, manchmal ist vom Asphalt ist noch irgendwie ein bisschen wärmer, ne? Stehen die da an der Seite. Und wenn man halt straight auf die zufährt, dann sind die geblendet vom Licht und sehen nichts. Und erst so 1 Meter vorher sehen die das, was es ist. Also da hätte ich mal beinahe eins umgefahren. Ja, aber sonst, exotische Tiere habe ich auch vor der Reise gedacht, dass da mehr zu sehen gibt. Aber ja, man ist halt mit dem Fahrrad auch viel auf Straßen unterwegs. Ich meine, also so viel Offroad war ich jetzt nicht unterwegs. Und ja, Tiere meiden natürlich große Straßen, wo viel Verkehr ist. Sie ziehen sich lieber zurück und gehen in den Wald oder in den Dschungel. Deswegen, da hatte ich keine scary... Kein Meeting, das irgendwie angsteinflößend war. Ich würde sagen, normalerweise beenden wir eine Runde mit immer im Café. Das machen wir heute aber nicht, denn... Ich hab noch einiges zu zeigen. Richtig, also erstens hat der Dennis noch einiges zu erzählen, hat er gesagt. Und zweitens wollen wir uns auch noch mal das Rad anschauen, mit dem du unterwegs gewesen bist. Es lebt noch, also... So halb. Koma. es vegetiert so vor sich hin, deswegen wir schwingen uns gleich wieder auf die Räder und dann radeln wir noch bis zu dir nach Hause.
Also jetzt geht es im Gegenwind wieder zurück, aber yes. Du hast ja den Bauch ja ordentlich mit Sahne vollgeschlagen. Das sollte auf jeden Fall reichen, kalorientechnisch bis zu dir nach Hause. Ja. Wenn ich mit meinem Renner unterwegs bin, dann kann ich ja theoretisch jederzeit in den Zug steigen oder mich irgendwie abholen lassen zur Not oder so. Also irgendwie kommt man schon immer nach Hause. Weiß ich nicht. Irgendwo in Indien ist es wahrscheinlich relativ schwierig. Ja. Hast du trotzdem irgendwie mal so an einen Abbruch gedacht zwischendrin? Nee. Nee? Also so Abbruch, nee, habe ich wirklich nicht. Okay. Ich glaube, einmal habe ich so einen Bruchteil einer Nanosekunde so einen Gedanken und so, nee, kann ich überhaupt nicht anfangen drüber nachzudenken. Ja. Nee, aber wirklich, nö. Nö, eigentlich nicht. Waren halt natürlich ein paar tricky Phasen, Gegenwind, Regen, was auch immer. Dann fühlt man sich halt mal schlecht, aber... Ja. Insgesamt war es ja auch irgendwie, also ist ja logisch, dass es nicht immer Rückenwind und Sonnenschein sein kann. Ja. Und dann muss man halt mal ne, bisschen zusammenbeißen die Zähne und dann geht's schon. Aber bei dir hat natürlich, glaube ich, das Ganze auch ein bisschen begünstigt, natürlich, dass du dir eben jetzt nicht irgendwie feste Strecken oder sonst irgendwas vorgenommen hast. Das heißt, du hast ja eigentlich auch diese grenzenlose Freiheit theoretisch. Ja, jeden Tag so dein Zelt aufzuschlagen, wo du eben willst. Oder, und da würde mich einfach interessieren, diese grenzenlose Freiheit von so einer Radreise. Wie fühlt sich das an, wenn du so nicht mal weißt, wo du das, deine nächste Mahlzeit her? Also dieses komplette, ja, ich lasse mich da jetzt einfach mal drauf ein. Ja, es fühlt sich gut an. Also gerade natürlich in den ersten Wochen und Monaten. Die Anfangseuphorie, das war natürlich der absolute Hammer. Genau, und halt auch kein Zeitdruck. Also das Einzige, was vielleicht ein bisschen Zeitdruck verursacht, ist halt Visa. Wenn das halt nur einen Monat geht und du hast so und so viele Kilometer, dann muss man halt gucken. Aber das war in Ordnung, treibt einen auch voran. Genau, und das Einzige war nur, wenn ich schon irgendwie zum Beispiel über den Pazifik oder so musste und den Flug schon gebucht hatte. Das war dann immer dann, genau, da hatte man auf einmal so einen Termin, oh mein Gott, Termine. Und das war dann echt immer ein bisschen unangenehm oder nicht unangenehm, aber man hat irgendwas im Kopf. Nö, aber sonst auf jeden Fall ist eine gute Sache, wenn man einfach so einen Terminkalender nicht existiert. Ja. Ja, war der Alltag, würde ich nicht sagen. Aber ja, das war halt meine Motivation, dann das zu machen irgendwie. Ja, ja. Dann habe ich auch wieder was zu tun gehabt. Ich habe noch ein paar letzte Fragen, aha, die so ein bisschen, wo der gemeine Rennradfahrer sich ein bisschen mit identifizieren kann. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das auch so genannt hast, weißt du, was ein Hungerast ist? Ein Hungerast? Ja, der totale Unterzucker. Okay. Weil du halt einfach zu wenig gefuttert hast. Okay. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass dir das auch mal passiert ist. Wahrscheinlich nicht nur einmal. Kannst du dich an den Schlimmsten erinnern? Unterzuckert? Ja. Ja. Das war am australischen Outback. Ja. Weil da war alles so teuer und ich habe gedacht, ja, nö, jetzt kaufe ich nicht so viel. Und was? Das kostet schon wieder so und so viel. Nee, jetzt kaufe ich immer so das Minimum. Ja. Aber ich habe das nicht so bewusst so gemacht, dass ich dann hungrig war, aber es war einfach zu wenig, weil ich ja trotzdem noch hunderte Kilometer gefahren bin. Und vor allen Dingen hatte ich sonst überall immer in Südamerika, Asien, so an jedem Kiosk immer so eine Cola oder so weggehauen. Ja. Geil. Habe ich dann auch nicht gemacht. Und eines Abends war ich echt fast schon ein bisschen schwankend ums Zelt so gelaufen und habe es dann aber noch aufgebaut und geschlafen. Und dann war es aber am nächsten Morgen war es nicht mehr weit, war ziemlich direkt vor so einem Dorf. Ja. Da habe ich dann einfach so ein komplettes Kilo Zucker einfach gekauft. Und hast du es in die Flasche gemacht oder was? Nee, und habe erst echt mal so ein bisschen gelöffelt. Zucker? Zucker, pure Rohrzucker. Endlich mal eine gute Hungerassgeschichte. Genau. Und den hatte ich dann aber dabei und dann habe ich immer so ein bisschen genau in die Flaschen, hatte noch so einen Teebeutel und was auch immer. Okay. Aber da habe ich echt so ein, es war so... Ich wusste genau, was fehlt, Zucker. Ja. So, oh Gott, und dann stand ich in diesem Supermarkt oder war so ein Dorfladen halt, kleiner Dorfladen. Aber also Preis-Leistung, hat gesehen. Ein Kilo Zucker, so, ich hätte am liebsten 5 gekauft. Ja, ich kenne das Gefühl. Hast du ein Déjà-vu? Ja, irgendwie kommt mir das alles bekannt vor. Genau, also damals bin ich halt diese Straße hochgefahren und standen so 50 Leute
herum. Jetzt sind hier nur 3 Kids am Straßenrand. Aber es war halt, servus. Ja, es war irgendwie, man denkt sich so, ja, geil und wie emotional. Aha. Aber hier kam ich dann an und es war eher so, kannte alle Leute, Mama, Papa, Familie, gute Freunde und. Und es war halt eher unangenehm, weil ich halt alle umarmen musste und alle haben mich so angeguckt und applaudiert und ich so, ja, aber was mache ich jetzt? Ich habe halt nicht vorbereitet, was ich in dem Moment mache und ja. Was du sagst und so. Genau. Ja. Was war denn grundsätzlich schöner? Jetzt vielleicht nicht nur der reine Moment, dass hier ankommst, aber was war schöner, nach Hause kommen oder losfahren? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, losfahren. Aha. Weil losfahren war halt so auf in die Ungewissheit und keine Ahnung, ich habe ja noch nie eine Radreise gemacht. Also, ich wusste nicht mal, wo ich da lang will, die ersten Kilometer. Und es war halt, ne, es war keine Aufregung, aber halt diese Freude einfach. Aha. Und dann beim Rückkommen wusste ich schon irgendwie, so in den letzten Wochen wusste ich ja schon, okay, ich bin ziemlich weit mit dem Fahrrad auf diesen Straßen unterwegs gewesen und ich wusste schon mehr oder weniger, okay, ich werde dann halt hier ankommen und bin dann halt hier. Dann ist es vorbei. Dein Rad hast du auch mit nach Hause gebracht, oder? Ja, ja. Und das existiert auch noch. Ja, hast du Bock, mir das noch zu zeigen? Ja, klar. Dann würde ich sagen, steht da rum. Würde ich sagen, schnappen wir uns einmal das Fahrrad, weil das will ich mir nicht entgehen lassen. Ich hab das Gefühl, umso länger es rumsteht, umso schlechter wird es irgendwie. Es hat auch damals schon ein bisschen gewackelt, aber ich habe das Gefühl, jetzt noch mehr. Gut. Steuersatz eventuell ein bisschen locker. Ich habe auch einen Spacer, habe ich geklaut und hat den daran gebaut und so. Also was noch original ist, ist natürlich der Rahmen. Ja. Der Lenker und auch diese Dinger, siehst du? Ja, die sind gut abgenutzt. Da ist das Ding schon durchgekommen. Handgriffe sind gut abgenutzt. Ja, es sieht schon schäbig aus. Und gut, die hier und der Gepäckträger ist natürlich original. Ja. Aber was eigentlich ersetzt wurde, sind das Bremssystem. War halt irgendwie hydraulische. Ja. Die sind dann halt, irgendwann hatten die ein Leck. Und dann habe ich halt klassische genommen. Ach, krass. Die Klingel ist original. Ich glaube, der hier ist noch original, der Shifter, ja. Der andere nicht, den musste ich mal setzen. Ja, Bremsblöcke natürlich. Hier ist noch so ein Ding, das hat mir jemand geschenkt. Aus Medellin, glaube ich. Kannst auch rausziehen. Ja, ich weiß nicht, das ist so ein Style, den man in Kolumbien gerne macht, sich irgendwelche Dinger ins Fahrrad zu hängen. Das ist halt so eine Faust, was los. Ja, nee, nicht schlecht. Aber ja, das haben die mir da reingesteckt und ist bis heute nicht rausgefallen. Also jetzt schon. Ein Stück Geschichte im eigenen Fahrradkeller. Genau. Und was noch? Ja, Reifen halt. Also ja, dieser Reifen ist super, der war aus Mexiko. Der hat jetzt noch Profil, der müsste so, ja, 18.000 Kilometer drauf haben. Alter, das ist nicht schlecht. Und der halt eher nicht so, ich glaube, der kam aus Frankreich und also das ist schon ein Wahnsinn, was da für Unterschiede gibt. Mhm. Einmal hatte ich einen Reifen 500 Kilometer und war komplett slick. Krass. Danach. Ja, Materialtester kann man dich eigentlich auch einfach mal losschicken. Ja, ach so, und der Sattel natürlich. Das ist jetzt genau derselbe wie von den, weil mein Arsch natürlich jetzt angepasst ist, habe ich den nochmal probiert, denselben zu bekommen. Ja. Also so sieht er in etwas neuer aus. Und so halt, ne, dann waren hier irgendwann so Risse in dieser Haut und dann habe ich halt einfach irgendwas drüber getaped. Aber das sieht jetzt auch schon, also es sieht so schäbig aus, ich will es kaum anfassen. Ich finde, es sieht eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Eintracht, ach so. Ja, ja. Eintracht. GCN. Ja, GCN. Passt doch, oder? Ja, Dennis, Weltreise und Video kommen irgendwann zu einem Ende. Danke auf jeden Fall nochmal für bei weitem schade auf jeden Fall. Aber das eine gibt es dann bald in Videoform und deinen Film, den haben wir ja schon gibt's gesagt. Gibt sowieso schon in Videoform. Genau, den gibt es nämlich bei Netflix oder eben auch als DVD, Blu-ray und so weiter und so fort. Und ich muss wirklich sagen, ich habe ihn zweimal gesehen und er ist definitiv zu empfehlen. Schaut euch den an, das ist ein richtig geiles Ding, macht echt Spaß, das zu gucken. Und du hast auch noch ein Buch drüber geschrieben, gell? Genau, das wollte ich auch noch mal sehr auffällig in die Kamera halten. Genau, weil zwei Jahre war ich unterwegs, 2 Stunden Film sind dann zeitlich 0,001%, glaube ich, habe ich mal ausgerechnet. Und natürlich kann man nicht alles filmen, es gibt immer noch so viele Stories.
Und du hast mir gerade verraten, dass du noch kein Buch hast. Deswegen herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Jetzt hat sich das endlich mal hier für mich auch noch mal materiell gelohnt, hier genau. die Runde. Und Grüße an die Eisdiele, die hat auch schon uns das Eis geschenkt. Wir haben heute alles nur über Kontakte gemacht. Und Sticker. Kriege ich auch noch oben drauf. Und hier ist noch Bonusmaterial drauf. Ja, damit. So ein bisschen B-Roll. Vielen, vielen, vielen Dank, Dennis. Wir haben aber immer noch eine Abschlussfrage. Und zwar, hast du irgendeinen Radreisenden getroffen, irgendwen, den du uns als nächsten Gast, als nächste Gästin empfehlen könntest? Ja, da gibt's einen. Der ist, also ich war ja 2 Jahre unterwegs, er war 51 Jahre unterwegs am Stück. Mit dem Fahrrad? Mit dem Fahrrad. Jetzt fährt er kein Fahrrad mehr, weil er einfach alt ist. Ja. Aber also eine Runde mit Heinz Stücke wird es nicht geben, aber vielleicht einfach mal so besuchen. Heinz Stücke, gerne auch mal googeln. Der Dennis hat mir gerade eben schon mal ein bisschen was über den Herrn erzählt. Der ist wirklich sehr, sehr spannend. An dieser Stelle, wie gesagt, danke, dass du mitgemacht hast. War danke, mir eine Ehre, war super spannend. Und Dennis, wir sehen uns dann auf der nächsten Reise. Lass dich drücken. Tschüss. Ciao.